Freunde der gepflegten Minecraft-Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hexe 2. Hier bei mir auf dem Kanal. Wir haben in der letzten Aufnahme uns hier, ja, nennen wir es mal fast freiwillig, häuslich niedergerichtet. Die war Soulbound, genau, Soulbound 2 sogar. Und ja, ich würde sagen, na, ich hab's vermisst. Ich muss ja gerade wirklich sagen, ich habe ja gerade jetzt wieder neue Aufnahmesession. Ich habe ja, wie ich schon mal gesagt habe, alles immer aufgenommen. Alles immer voraus aufgenommen. Boah, ich hab's vermisst wirklich überhaupt nicht, diese Scheißdinger. Und ich sehe, wir haben immer noch zu viele Sachen hier. Dann bauen wir uns hier mal ein kleines Lagerchen zusammen. Ja, so tolles Zebra ist immer noch da, das überhaupt keine Probleme macht. 76 Pfeile haben wir noch, 7 Brot. So, da würde ich sagen, nehmen wir einmal. Ja, es gibt bestimmt irgendeinen Shortcut. Kenne ich aber gerade nicht. So, wir nehmen mal die Sachen hier. Die Sachen hier. Ach, stimmt, wir haben jetzt unsere coole Brille. Die lassen wir erstmal so lange drin, bis irgendwas passiert. Nehmen dann den. Nehmen wir mal den Projektil-Bonus-Helm. So, die kommen rein. Harvest Rod brauchen wir gerade auch nicht. Das kann weg. Wolle. Haben echt viel zu viele Pfeile. Das ist gut. Einen Bogen können wir nachher noch zum Reparieren benutzen. Kohle. Die Schere behalten wir auf jeden Fall. Die Hexal-Essenz kann weg. Die bleiben. Iron. Iron Ingo. Gold kann weg. Das kann weg. Okay, gut. Wir gehen einmal schlafen. Ja, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ich hoffe... Doch. Nee, alles gut. Bisschen verwirrt hier schon. Ja, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Mir geht's soweit gut. Ich habe momentan nur irgendwie richtig krass mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Ich habe am Wochenende, also gestern, heute ist Sonntag. Das heißt, die Folge für morgen kommt. Also nehme ich jetzt auf und dann habe ich dann dementsprechend, ja, gestern habe ich einer Kollegin beim Umzug geholfen und irgendwie, ja, war es nicht so gut, nicht so angenehm für meinen Rücken. Ja, ich weiß echt nicht, was los ist. Ich achte eigentlich immer darauf, auch beim Training meinen Rücken zu trainieren, aber es war wahrscheinlich gerade einfach nur alles ein bisschen viel, das heißt jetzt die nächste Zeit ein bisschen ruhiger machen. Ich sage auch immer so, alles was halt irgendwie langes Sitzen, langes Stehen ist, ist blöd und alles was liegen ist und sowas, das ist eigentlich relativ angenehm. Also schlafen oder so ist kein Problem, aber halt... Sowas wie beispielsweise, ja, jetzt zum Beispiel die Aufnahme oder so. Ich bin mich immer ständig am Bewegen. Das heißt, wenn ihr vielleicht einen Stuhl oder so hört, der ein bisschen knarzt oder so, ja, ich mache das, damit es besser wird. Und das ist natürlich auch eine Sache, wenn man ja selber in der Branche arbeitet, wo man mit Schmerzen, schmerzhaften Rücken zu tun hat tagtäglich, dann ja, heißt das natürlich auch für mich Übungen machen und... ja, da werde ich dann dementsprechend auch arbeiten. Und jetzt haben wir einmal unsere Soulbound-Spitzhacke. Die können wir, wie heißt das, nicht... was war denn nochmal Soulbound? War das nicht irgendwie so, dass wir die nicht dann irgendwie abnehmen können oder sowas? Egal. Ja, aus dem Grund, wie gesagt, heißt es für mich dann auch jetzt Übungen machen. Wenn die Frage aufkommt, ich bin Physiotherapeut, dann habe ich, glaube ich, mal in irgendeinem Q&A-Video mal erzählt. Und ja, da liebe ich meinen Beruf tatsächlich auch. Also es ist wirklich, man sagt ja immer, finde das, was du gerne machst und du musst nie wieder arbeiten. Das ist immer so eine, ja, ich nenne es mal,
einfach gesagte These oder so. Aber. Ah! Was hast du mir geklaut? Bin schon gewundert hier, warum hast du denn so Klick gemacht? Und es ist aber wirklich so. Also es ist. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie in einem anderen Beruf oder so genauso Spaß zu haben, wie jetzt in dem, wo ich jetzt bin. Ja, das ist wirklich eine, ja, man muss ja auch sagen, auch ein Privileg, in Deutschland auch das machen zu können, was wir alle wollen. Also da wissen viele tatsächlich gar nicht, wie gut wir es haben. Okay, das war eine Antilope. Ja, und aus dem Grund, wie gesagt, ist Physiotherapie eine absolut coole und geile Ausbildung. Ja, für die, die nicht wissen, was so ein Therapeut macht, wir befunden und gucken uns an, was Patienten fehlt. Also Leute kommen mit Rückenschmerzen, mit Knieschmerzen, Zustand nach irgendwelchen Operationen, Gelenksersetzen oder sowas, kommen die zu uns, wir gucken uns an, was fehlt, was können wir besser machen, Muskeln aufbauen, Bewegungserweiterung machen, Leute kommen zu uns, weil sie Sportler sind und mehr Leistung haben wollen und sowas. Und ja, das sind Sachen, mit denen beschäftigen wir uns, mit denen beschäftige ich mich tagtäglich. Das heißt, wir gucken, ja, was wir alles machen können. Und aus dem Grund ist der Beruf auch so unglaublich vielseitig. Also es gibt nicht nur so dieses typische Massieren, was viele Leute immer mit einer Physiotherapie verbinden, sondern es ist halt wirklich, wirklich viel, was man macht. Oh, und was ich hier richtig geil finde, schaut mal, wir haben hier direkt zwei Hexalessenzen. Mega gut. Was wir allerdings noch mehr brauchen als Hexalessenzen sind Sterne, die runtergefallen sind. Ja, ich arbeite jetzt, wie gesagt, in einer recht großen Praxis. Wir sind Anfang des Monats umgezogen. Davor waren wir noch im Krankenhaus hier bei mir in der Umgebung. Und jetzt heißt es für uns natürlich auch einmal neuen Alltag, neue Herausforderungen, neue Probleme allerdings auch. Und das muss jetzt alles, wie gesagt, erstmal anlaufen. Und bis dato, ja, machen wir alle unseren Job so gut wir können. Also ja, es ist, wie gesagt, wir sind ein super cooles Team. Ich bin mega zufrieden mit den Leuten, mit meiner Arbeit. Das war cool. Das hat sich richtig gelohnt. So, und hier hinten ist wieder der Turm. Den wir, glaube ich, auch in der letzten Folge oder in der letzten Aufnahme. Noch einer von euch Hunger? Nein? Gut. Also gut für euch. Und Baby Goat. Und da sehe ich wieder zwei Hexalessenzen. Drei sogar im Augenwinkel hier auch noch. Leute, was denn hier los? Eins, zwei und die dritte. Da ist auch noch eine vierte im Augenwinkel gesehen. Ne, es waren hier nur die. Was sind das für welche? Bluebells. Gibt bestimmt auch irgendeinen deutschen Namen dafür. Blaue Glocken. So, und hier haben wir natürlich in der letzten Aufnahme unseren
Turm gehabt, den wir dann dementsprechend natürlich auch schon, ich glaube, in der ersten Etage, nee, also den Boden zur ersten haben wir auf jeden Fall, glaube ich, schon gesichert. Was wir jetzt allerdings machen müssen, worauf wir achten müssen, ist die Tatsache, dass wenn wir sterben, was tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell gehen kann, dass wir jetzt ein bisschen geschützt sind. Und deswegen fällen wir auch mal jetzt hier einen Baum, indem wir uns dann noch ein bisschen mit einer Kiste schützen. Not mucho. So, dann kommen jetzt erstmal hier alle Sachen, vor allem die Hexalessenzen rein. Und alles, was wir so gesehen erstmal nicht brauchen. Dreck kommt rein. Goldene Karotten auch. Oh, wir haben nicht viel Essen, sehe ich gerade. Das könnte eventuell ein Problem werden. Genau, das ist eben das, wo ich immer denke, so, da müssen wir aufpassen. Haben wir hier was zu essen? Jawohl, sogar Veggie. Tipptopp. Red Icicle Lights? Was machen denn Icicle Lights? Wir werden es irgendwann herausfinden. Das war mein Magen. Ne? Genau das. Genau das. Diese Gegner, die können einem das Leben so schnell... So, Moment, warum? Ja, danke. Ganz wichtig, immer vorher alles hier. Und Bullets, auch gut. Warum muss das... Oh. So, jetzt aber.
So, jetzt ist eine Zeit zu gehen. Weil ich sag's euch, das macht auch mental mit einem was. Man ist danach wirklich fertig. Ich kann sagen, komm, wir müssen... Das war nicht so gut. Okay, Veggie Skewer schon mal nicht essen, ganz wichtig. Kann ich diese kosmetischen Sachen noch drauf machen? Ah, das ist cool. Das wusste ich nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Schaffen wir es? Ja, wunderbar. Easy, nice. So gar nicht, dass es hier uns... Oh, okay. Merke, Monster Cave Spiders machen große Spiders. Ganz viele kleine Spiders. Also eine große macht ganz viele kleine. So. Weiter geht's. Was haben wir hier? Wooden Exchanger. Sharpness nehmen wir mal mit. Rot nehmen wir mit. Das Triton Shield. Moment, machen wir erstmal hier. So langsam raste ich hier aus. So, das hier sieht mir doch nach. Okay, gut. Auch accessoiremäßig funktioniert hier nichts. Schade. Okay, dann keine Ahnung, was das ist. Weg damit. Cool, neue Spitzhacke. Ja, Emerald Peace kommt mal weg. Inside. Auch cool, also ich lerne hier tatsächlich sehr, sehr, sehr viele neue Sachen. Was wir allerdings auch machen, ist erstmal diese Folge beenden, meine Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.
von Minecraft Hexe 2 und ihr seht, man will aufhören, man kann aber nicht. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Fury.